Hallo zusammen und willkommen. Ob im Sommer oder im Winter, niemand steht auf rissige Fersen oder Hornhaut. Wenn die schicken Schuhe rausgeholt werden oder auch danach, du ein Date hast, ausgehen möchtest oder. Es gibt eigentlich immer einen Anlass, schöne Füße zu haben. Einfach auch, weil du es verdienst. Deswegen zeigen wir dir heute, wie du deine Füße einfach wieder sanft und zart machen kannst. Das geht auch schon mit ein paar einfachen Hausmittelchen, die jeder zu Hause hat. Das ist nicht nur nachhaltig und gut für die Umwelt, sondern auch für deine Haut. Es ist nämlich gar nicht immer notwendig, chemische Beauty-Produkte zu benutzen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Für unser Rezept benötigst du eine Kartoffel, eine Zitrone und einen Teelöffel Zahnpasta. Dafür brauchst du erst einmal eine frische, rohe Kartoffel und eine Reibe. Dann reibst du die Kartoffel in ein Sieb. Das Sieb sollte sehr fein sein. So kannst du die geriebene Kartoffel auspressen und den Saft in einer sauberen Schüssel auffangen. Nimm dafür einfach einen Löffel und drücke damit den Abrieb der Schüssel aus. Anschließend halbierst du eine Zitrone und presst den Saft auch in der Schüssel aus. Dann rührst du einen Teelöffel von deiner Zahnpasta darunter, bis du eine einheitliche Paste hast. Die Zitronensäure und die Zahnpasta sorgen dafür, dass abgestorbene Hautschüppchen sich lösen. Nicht umsonst ist in vielen Peelings und Anti-Pickeln-Produkten von Kosmetikartikeln Zitronensäure enthalten. Jetzt kannst du die fertige Paste mit einer der Zitronenhälften aufnehmen und auf die betroffene Stelle einmassieren. Die Zitronenhälfte unterstützt dabei den Peeling-Effekt. Massiere deine Creme insgesamt 5 Minuten ein und lasse sie dann für ca. 20 Minuten einwirken. Wenn du magst, kannst du deine Füße so lange in flauschige Socken einpacken oder einfach nur entspannen. Nun das Ganze mit Wasser abwaschen und super weiche Füße genießen. Ein weiteres Rezept ist ein Overnight-Zaubermittel mit Kokosöl. Ein absoluter Geheimtipp bei rauen Stellen ist auch Kokosöl. Das Öl ist ein echter Rounder, was die Körperpflege betrifft und hilft beispielsweise gegen blaue Flecken, Pickel, raue Ellenbogen und natürlich auch rissige Fersen und Hornhaut. Du kannst das Kokosöl vor dem Schlafengehen in deine Füße einmassieren, Lieblingssocken an und ab ins Bett. Am nächsten Morgen wird das Kokosöl eingezogen sein und deine Haut ist weicher. Wenn deine Hornhaut oder Risse schon besonders ausgeprägt sind, solltest du vorher zusätzlich noch eine Maske verwenden. Das Kokosöl ist sehr preiswert, weil es lange hält und du kannst es täglich benutzen. Ein weiteres Rezept ist ein Fußbad mit Honig. Natürlicherweise hilft Honig dabei, Feuchtigkeit zu erhalten. Fehlende Feuchtigkeit ist nämlich das Hauptproblem rissiger Füße. Mit einem Honigbad kannst du den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Dafür brauchst du einfach 200 Gramm Honig. Den vermengst du in einem Fußbad oder einem Eimer, je nachdem was da ist, mit warmem Wasser. Dann tauchst du deine Füße für 15 Minuten dort ein. Anschließend kannst du sie noch leicht abrubbeln, um sie weiter zu peelen. Ein ebenso gut funktionierendes Rezept ist ein Peeling aus Kaffee und Kokos. Hierfür benötigst du etwa 4 Teelöffel Kokosöl und warmen gemahlenen Kaffeesatz. Wo das Kokosöl schon mal da ist, kannst du dir damit gleich noch ein Peeling selbst machen. Dafür nimmst du einfach den übrig gebliebenen gemahlenen Kaffeesatz vom Morgen und vermengst diesen mit etwas Kokosöl. Das Ganze kannst du dann zum Peelen deiner Füße benutzen, bis alles abgerieben ist und dann mit klarem Wasser abspülen. Am besten danach die Füße nochmal eincremen, um die Feuchtigkeit zu erhalten, zum Beispiel mit Kokosöl. Unser letztes Rezept ist ein Backpulver-Apfelessigbad. Dafür benötigst du 3 Teelöffel Backpulver, 10 bis 15 Esslöffel Apfelessig und warmes Wasser. Um deine Hornhaut wieder in den Griff zu bekommen, brauchst du manchmal auch härtere Mittel. Wunder wirkt dabei Apfelessig in Kombination mit Backpulver. Und zwar, weil beides säurehaltig ist und deine Füße blitzschnell wieder zart macht. Dafür mischst du beides in einem Fußbad mit Wasser in angenehm warmer Temperatur an. Rein mit den Füßen und bis zu 15 Minuten entspannen. Danach mit klarem Wasser abspülen und eincremen. Wir hoffen, du konntest auch ein Beauty-Quickie für dich finden. Wir vergessen unsere Füße nämlich viel zu oft. Dabei tragen sie uns überall hin. Behalte die Rezepte also im Hinterkopf oder speichere sie dir irgendwo ab. So vergisst du nie wieder, deine Füße Liebe zu geben. Schreib uns gerne, was bei dir am besten gewirkt hat. Oder hast du schon ein Geheimrezept für rissige Füße und Hornhaut, die du mit uns teilen kannst? Berichte doch mal über deine Erfahrungen in den Kommentaren.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.